Aua! Oh, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, was war das denn gerade? Ich bin ich bin gerade mit dem Lautstärkeregler von meinem Headset am Schreibtisch hängen geblieben und habe mir dabei das Headset so gottlos über die Löffel gezerrt. Das war gerade nicht so schön. Freunde, herzlich willkommen an dieser Stelle mit diesem Einstand hier zurück bei Minecraft. Wir sind hier noch am Bäume fällen. Ich hätte gerne ein bisschen Licht jetzt. Das ist mir doch ein bisschen düster gerade. Aber der nächste Morgen kommt bestimmt. Da ja unser Inventar eh voll ist und ich aber mit dem ganzen Geschnetzel hier ja ehrlicherweise auch nicht weiß, wohin. Weil ja unsere Kisten mit Erde und Cobblestone ja krachend voll sind. Die Schaufel es jetzt aber gleich jeden Moment zerreißen wird. Ja gut, ich habe Setzlinge, die könnte ich natürlich an anderer Stelle wieder einpflanzen. Da das aber jetzt hier erstmal so ein bisschen in Anführungsstrichen Mondlandschaft werden soll, weiß ich noch nicht so richtig wohin damit. Dann nehme ich mir jetzt eben erstmal die zweite Diamantschaufel. Ehrlicherweise, weißt du was, heute habe ich aber auch ein Spendabili. Wie heißt das hier, die Spendierhose an hier? Ein Gönjamin, mein Gott, ein Spendabili. Ich würde dann mal, wenn wir zurückkehren, Nase kratzt gerade, deswegen laufe ich nicht, habe bloß eine Hand frei. Wenn wir dann mal wieder zurücklaufen in Richtung Lager, dann würde ich ganz gerne mal ein paar Diamanten raushauen. Für Werkzeuge investieren, nicht raushauen, ne, ihr wisst schon. Ich würde mir einfach mal, keine Ahnung, ich würde mir mal einen 64er wirklich aufopfern für Spitzhacken, Schaufeln und von mir aus auch noch zwei Äxte oder so. Das geht schon, das kann man schon mal machen. Auf jeden Fall sind wir hier erstmal recht voll. Jetzt habe ich ja Eisenspitzhacken, die ohnehin auch mal aufgeopfert werden müssen. Also machen wir erstmal die obere Schicht Kobbel mit den Eisenspitzhacken, die ich so viele Jahre immer genommen habe. Und mittlerweile wird mir das so langweilig, weil das halt auch echt im Verhältnis zu den Diamantspitzhacken unfucking fassbar lange dauert. Und das ist überhaupt nichts für mich. Es ist, ja, ne? Und trotzdem haben wir ja so viel Eisen auch in unserem Lager. Müsste halt dann mal gucken, wofür wir das stattdessen nehmen. Ich meine, so ein paar kann man ja immer mal mitnehmen, solange wie wir eine Diamanten immer noch am Start haben. Ne, so ein bisschen zur Abwechslung. Man kann das Eisen natürlich auch jetzt größtenteils demnächst für Schienen verwenden, die wir ja auch immer wieder bauen. Irgendwann sind wir hier mal Hauptbahnhof und in alle Richtungen gehen hier 20 Gleise irgendwo hin. Ja, wäre auch geil, einen richtig fetten Bahnhof zu bauen hier, der hier alles miteinander verbindet. Aber das geht ja schon mal nicht, weil wir auch so viele, ja gut, Zwischenstationen, hat ja nichts zu heißen. Gibt es eben noch Umsteigemöglichkeiten, weitere Bahnhöfe oder sowas. Ich sehe das irgendwann mal kommen. Aber natürlich nicht in den Dimensionen. Alter, meine Nase, die macht mich gerade wahnsinnig. Entschuldigung, es ist ewiges Kratzen. Es ist aber auch momentan diese ganze Luft und das alles. Boah, erst kommen die Pollen ohne Ende, mit denen ich ja tendenziell kein Problem habe. Man merkt eben doch, dass sie mehr Staub in der Nase hinterlassen als normalerweise. Ne, man hat halt immer ewig zu den Trichter. Und ja, jetzt nicht irgendwie Heuschnupfen oder sowas, oder dass mir das ständig läuft oder sowas. Ich merke halt, die Nase ist unheimlich trocken. So, dann juckt es natürlich hier und da mal. Jetzt kam da die ganze Zeit so dieses feucht-kalte Klima wieder, ne? Keine Ahnung. Und jetzt sitzt man ja eigentlich drin, hat die Heizung offen, weil es doch, ja, es ist jetzt nicht, ja, was heißt es, 10 Grad oder so, keine Ahnung, 25. April, ich rede ja immer noch davon, dass wir immer ein bisschen in der Vergangenheit von euch aufnehmen. Wenn die Folge oben ist, das ist ja für mich jetzt gegenwärtig noch Zukunft. Aber es wird sich ja bald ändern. Ne? Aber Heizungsluft ist tendenziell nicht gut, kriegt dann auch immer mal einen Frosch im Hals. Fangen hier ewig an zu husten und zu pusten, das kennt ihr ja. Die Zeiten, wo ich elendig ins Mikrofon hier gebellt habe, die sind Gott sei Dank vorbei. Aber ich habe ja auch nebenbei immer was zu trinken stehen, denkt dann nur meistens nicht dran. Was ich hier allerdings auch noch stehen habe, sind ein paar Tomätchen und da gibt es jetzt eine Brust. Richtig schön ins Mikrofon knabbern hier. Weintrauben habe ich auch noch. Mensch, das ist ja hier heute ein richtiges Buffet. Ne, wir haben tatsächlich gestern
mit meiner quasi besten Freundin gebruncht. Es war heute noch einiges übrig. Ich habe heute Vormittag dann halt mit mir alleine gebruncht hier. Ach, ein bisschen Vormittagsfernsehen ist ja auch mal ganz schön, auch wenn ich sonst die Klotze gefühlt den ganzen Tag aus habe. Solche Momente muss es dann einfach geben und mittlerweile, ich bin ja so ein ganz kleines bisschen auf dem Kurs, es wäre jetzt doch mal schön, wenn man wieder ein paar Kilos verlieren würde, doch Frühstück eigentlich eine sehr gute Mahlzeit, dann ausreichend und dann zum Abend aber eher ein bisschen ausgewogener, Kohlenhydrate vermeiden und so den Spaß, ihr kennt das ja, es hat sich ein bisschen bewährt, aber das, was ich eigentlich ganz gerne erreichen würde, ist noch ganz weit entfernt. Es ist natürlich auch nicht einfach, ne? Allein auch durch Schichtarbeit und sowas. Ihr wisst ja, wie das ist. Oder der eine oder andere weiß es vielleicht. Es ist gar nicht so einfach, da irgendwie so ein bisschen Regime reinzubringen. Weil ich habe vor zwei, drei Jahren mal probiert, dieses Intervallfasten. Kannst du echt vergessen, wenn du Frühschicht und Spätschicht hast. Und keine Ahnung, das ging teilweise überhaupt nicht klar. Ich werde jetzt mal die eine Spitzhacke hier noch vernichten, damit ich wenigstens einen Slot noch freikriege. Um beispielsweise den Koppel, den ich jetzt hier gerade raushaue, noch mitzunehmen, um eventuell den wenigstens noch zu Beton zu verarbeiten. Denn reinen Cobblestone brauche ich ja gegenwärtig nicht. Da habe ich ja 6 Kisten voll, glaube ich. Oder 4, 6, keine Ahnung. Es sind jedenfalls allerhand. Ja, also dass er es wenigstens mitnimmt hier. Zack, jetzt nimmt er natürlich die Erde mit. Das war gerade das, was ich nicht wollte. So, wupp dich, machen wir einmal so voll. Da hauen wir meinetwegen das noch raus, nehmen den Kobbel noch mit, weil wie gesagt, den können wir wenigstens verarbeiten. Erde brauche ich, wie gesagt, im Moment überhaupt gar nicht. Da habe ich auch 4 Kisten voll und keine Ahnung, kann die eben auch nicht mehr wirklich verarbeiten im Moment. Ja, was will man aus Erde auch machen, außer dass man sie wieder irgendwo hinpackt und wartet, bis es irgendwann Gras wird. So, diese Büschel habe ich jetzt hier mit. Wenn ich einmal hier bin, würde ich die gleich mal mitnehmen. Hier unten stehen auch noch allerhand davon rum. Die würde ich ehrlicherweise mit einpacken, wenn wir dann gleich nochmal kurz nach Hause gehen. Ich mache mal ganz kurz den hier einfach nur dafür. So, da ist nämlich sogar ein Küken geschlüpft. Ja, Wunderbärchen. Da hau ich doch hier die Erde nochmal mit raus und würde mir sogar tendenziell die noch mitnehmen. Das waren ja hier, glaube ich, die, was waren das, Pfingstrosen? Das andere waren die, na komm, Fliederbüsche, genau, Flieder war's. So, zack. Bisschen abgrasen hier. Weil, wie gesagt, ich gehe jetzt gleich nochmal kurz zurück ins Lager. Werde nochmal ein bisschen was bauen und raushauen. Ja, und alles das, was hier hinten eben jetzt so ist noch, das wird dann eben früher oder später hier alles unser Riesenloch. So, jetzt momentan sind wir aber noch hier oben. Werden wir noch wenigstens ein bisschen Erde mit runterziehen. Was soll der Geiz? Man kann natürlich auch jetzt die Axt und das alles noch ein bisschen nutzen und hier wenigstens die Bäume schon mal wegscheppern, die wir haben, weil Holz können wir ja noch, können wir auch nicht mehr, 63, 64, wie gut, dass der Baum nicht größer ist. Mitnehmen, so, da können wir nämlich auch mal wieder ein bisschen Holz einlagern, das wollten wir auch schon viel zu lange machen mal wieder. Gut, wir haben es jetzt nicht gebraucht, solange wir keine Häuser bauen oder irgendwelches dergleichen, haben wir nicht wirklich Holz gebraucht, aber unsere Holztruhen sind ja im Vergleich zu Stein und Erde nicht mal ansatzweise so gut gefüllt. Mit dem Fluss später muss ich mal gucken, den würde ich ja ganz gerne lassen, also der wird da definitiv nicht drunter leiden unter unserem Projekt hier. Aber dass wir den dann so ein bisschen noch als Rand hier lassen oder keine Ahnung oder notfalls ein bisschen umbasteln. Jetzt nehme ich doch noch Holz mit, wollte ich ja eigentlich gar nicht, aber weißt du was? Da schmeiße ich doch die Erde dafür weg, dann nehme ich lieber noch ein bisschen Holz mit. Weil was jetzt schon weg ist, müssen wir später nicht mehr machen. Das kennen wir ja auch schon, das ganze Schema. Ja, den Berg hier, der jetzt quasi vor uns ist, ob ich den dann einfach ein bisschen anpasse oder ob der am Ende sogar noch komplett abgerissen werden muss. Ich weiß es nicht wirklich. Das sind alles so Sachen, will ich mir jetzt noch keine Gedanken drum machen. Fakt ist, dass die Bäume erstmal wegkommen, dass wir mal ein ganz klein wenig von der Erde hier aufopfern, um wenigstens dieses kleine Wasserloch hier zuzumachen.
Das ist auch schon alles in Vorbereitung auf später natürlich. Irgendwann haben wir hier, wie gesagt, eine riesengroße grüne Fläche, könnten theoretisch einen Fußballplatz dahin bauen. Aber das ist ja Minecraft und nicht FIFA 24. So. Zack. Naja, machen wir mal ein bisschen wieder Förster hier. Das geht auch mal klar. Zack, so. Nebenbei, es wird gerade so dunkel, ne? Huch. Ah ja, cool. Naja, es regnet natürlich wieder. Das ist so richtig Aprilwetter noch gerade, ey. Es ist noch richtig Aprilwetter. Aber wie gesagt, es ist ja Gott sei Dank, ja, wenn ihr die Folge seht, wahrscheinlich schon längst wieder vorbei. Für uns geht es jetzt ab morgen, wie gesagt, so langsam wieder bergauf. Von 10 auf 15, nächsten Tag 20, dann schon 25 Grad. Sehr geil, kann ich damit leben. Viel wärmer brauche ich dann aber auch nicht. Da ist der Deutsche wieder, weißt du, immer was zu meckern. Im Winter ist es zu kalt, im Herbst ist es zu nass, im Frühling ist es zu unbeständig und im Sommer ist es viel zu heiß. Kannst du dich mal entscheiden? Ja. Nö, kann ich nicht, weil es ist immer wirklich, es ist immer irgendwas. Na, es könnte langsam wärmer sein. Ist es dann mal warm, ist es uns gleich wieder zu heiß, dann könnte es mal wieder ein bisschen kälter sein, kommt mal wieder ein kalter Tag, suchen wir wieder Jacke raus, schimpfen wieder über die deutsche verdammte Regierung, über den Klimawandel und über alles, was uns so einfällt. Ihr wisst ja, wie das ist. Die dämliche Scheiße hier. So, es ist furchtbar manchmal. Ich merke es selber, ich bin mir dann selber manchmal nicht genug, aber das ist halt so. Das ist halt so. Es geht doch jedem so, weißt du? Und am Ende sage ich mir immer, es ist gut, wie es ist, dass nicht am Wetter auch noch herummontiert werden kann. Jeder hätte eine andere Wolke über dem Kopf schweben. Wie sähe das denn bitte schön aus? So, da ziehen wir mal hinten noch die Zeile mit raus. Dann gehen wir erstmal, wie ich bereits die ganze Zeit hier rumspekuliere, wieder zurück in Richtung Lagerhaus. Und dann schauen wir mal. Auch wenn es draußen richtig ranzig ist, ich glaube, nach der Folge werde ich dann erstmal kurz rausgehen, eine rauchen. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Sala. So. Den war mal schön hier durch. Ist eben schön hier, dass wir hinten hier so relativ unspektakuläre Fläche haben, sage ich mal, mit diesen, ja, hügeligen und wäldigen und sowas. Das kann man eben alles wegbrechen hier und für Neues nutzen. Ich meine, früher war ja unser Farmland auch nicht großartig anders gestrickt. Das ist eben alles über die Jahre hinweg so gestaltet worden. Ich habe mir erst kürzlich wieder Folge 1 angeschaut, oder besser gesagt auch Folge 2, als wir da so ein bisschen das Strandhaus, den Grundstein gelegt haben und ja, alles so ringsrum angefangen haben zu erschließen. Das war ja wirklich nichts anderes, als es hier hinten gerade ist, wie wir das so im Laufe der Jahre, und es sind jetzt über 9 Jahre, ne, also das sah ja alles wirklich fast genauso aus wie hier hinten, und das auch so, wie wir das über diese 9 Jahre hinweg einfach geformt haben und zu unserem Stück Land gemacht haben. Es ist immer wieder faszinierend. Was ich tatsächlich einmal kurz machen würde, nur für übergangsmäßig, ist mal eben hier so eine kleine Erdtreppe rüber, dass wir hier nicht immer so rumstolpern müssen, weißt du? Dass wir hier einfach mal ganz solide nach drüben gehen können, dann hier so in Richtung Aussichtsturm. Ja. Ich meine, ein bisschen hat sich ja integriert hier auch die Landschaft oder in die Landschaft. Ne? Das war ja auch mal so ein schöner Berg, den haben wir einfach nur ein bisschen zu unseren Gunsten geformt. Aber es ist eben fast nichts mehr so, wie es einmal war. Wir haben ja so viel gedonnert und gezuppelt und dem Erdboden gleich gemacht, wie es eben in Wirklichkeit ist. Ihr kennt's ja. So, und damit trudelt die Folge jetzt auch schon wieder aus hier. Wir räumen mal langsam alles hier rein und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie dann die ganze Geschichte weitergeht. Bis dahin, macht's wieder mal gut und ciao mit V.